Heute möchte ich mit euch über den Film Einer wie keiner reden und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Wie ihr schon am Anfang gehört habt, möchte ich über einen Film reden und über einen Aspekt, der sehr wichtig ist und wo ich weiß, dass viele Filme einfach diesen Aspekt nie darstellen. Denn es geht heute darum, einfach mal sich wirklich so zu zeigen, wie man ist. Auch wenn es einem schwerfällt. Und in Einer wie keiner ist es ein Liebesfilm. Ihr wisst, ich schaue gerne Liebesfilme. Oder jetzt wisst ihr es. Und dieser Film, der ist halt, ja, er ist irgendwie cool. Und er hat mich am Ende irgendwie jetzt auch zum Weinen gebracht. Ah, ich liebe einfach Romantikfilme zu schauen. Und alleine dieser Satz, dass jetzt endlich Highschool nur Kinder sind, die jetzt endlich nicht wissen, was sie machen und ihr Leben einfach verstellen und die Highschool einfach für einen Scheiß ist. So in der Art war, glaube ich, der Satz. Und ich habe jetzt mal so überlegt, was heißt denn dieser Satz eigentlich? Was heißt es eigentlich für uns? Heißt es, dass wir uns verstellen in der Schule? Heißt es, dass wir uns im Leben verstellen? Ich würde sagen, ja, wir verstellen uns oft und bekommen es vielleicht noch nicht mal mit, sondern sagen, hey, komm, wenn ich mich verstelle, habe ich jede Tür offen, dann werde ich besser angenommen. Und jetzt endlich verstellen wir uns dann nur umso mehr und laufen jetzt endlich nur im Kreis umher. Hey, Leute, ich weiß nicht, wie oft habt ihr euch bestimmt schon verstellt, wenn ihr vielleicht eine Frau süß fandet und ihr dachtet so, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen, ich muss jetzt der beste Romantiker sein, ich muss jetzt Gentleman hoch 10 sein, ich muss jetzt ihre Gefühle erraten können und genau auf sie eingehen können. Doch, das führt doch nicht zu einer Beziehung, das führt doch nicht dazu, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt, dass ihr zueinander findet. Ich weiß, es ist jetzt schwierig auszudrücken, und ja, oh Gott, es fällt mir selber gerade schwer, darüber zu reden. Aber der ein oder andere weiß, ich mache eine Ausbildung gerade. Und ja, in dieser Ausbildung habe ich jetzt Mädels kennengelernt. Und das ist einfach mega cool. Dieses Mädel vertritt halt genauso wie ich viele Dinge. Und ja, ich weiß noch nicht irgendwie, ob ich sie liebe, aber ich weiß, dass ich für sie Gefühle habe. Dass ich gerne mein Leben mit ihr verbringen möchte. Und da finde ich diesen Aspekt ganz gut, weil stellen wir uns doch mal die Frage, was wäre, wenn jetzt die Person fragen würde, ist was mit dir? Und du sagst, nee, ist nix. Weil du nicht vorher sagen würdest, dass du vielleicht Gefühle hast. Dass du vielleicht einfach, ja, dass du vielleicht einfach gerade vielleicht auch nicht so fühlst. Oder dass du gerade darüber nachdenkst, wie es wäre, wenn ihr zusammen seid. Warum fällt es uns schwer, Menschen sowas auszusprechen? Ja, wir sollten uns auch nicht gegenseitig fertig machen und wir sollten uns auch nicht fertig machen, wenn wir das nicht sagen können. Aber warum müssen wir denn bitte in einer Lüge oder so leben? Oder warum müssen wir uns verstellen? Warum versuchen wir, eine Lüge zu leben und sind nicht ehrlich zu uns selbst? Ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt endlich selber auch sich Gnade zu schenken. Das ist das eine. Aber es ist auch wichtig, ehrlich zu sich selber zu sein. Es ist vielleicht nicht immer einfach, ehrlich zu sich selber zu sein, denn es hat auch einfach manchmal was damit zu tun, dass man harte Worte sich entgegenstellen muss. Doch diese Worte, wenn du die einmal ausgesprochen hast, wirken sie kleiner, als sie eigentlich sind. Es ist so krass, wie so eine Worte einen zum Fallen bringen können. Und dieser Satz, jetzt endlich, dass Highschool jetzt endlich eh nur Scheiße ist und dass die Leute da alle ihr Leben sich eh nur verstellen
und nicht die Person sind, die sie eigentlich sind, ist schon krass. Und deswegen wollte ich mit euch darüber reden. Also, was ihr daraus mitnehmen könnt. Habt Mut. Seid füreinander da. Aber auch, verstellt euch nicht. Sondern seid wirklich so, wie ihr seid. Es ist doch scheißegal, ob du jetzt ein Millionär bist und deine Freunde kein Millionär sind oder so. Leute, macht doch nichts daran irgendwie was fest. Eine Freundschaft. Wenn eine Freundschaft daraus besteht, dass man nur hoch angesehen wird, dann ist keine Freundschaft. Wenn eine Freundschaft daraus nur besteht, dass man materielle Dinge hat, dass man die coolsten Partys schmeißt, ist es keine Freundschaft. Sondern eine Freundschaft ist es, wenn man jemanden so mag. Und ja, jetzt verstehen bestimmt einige das dann so wieder. Ach, er hat mag ich gesagt. Der liebt jetzt die Person. Mögen hat was auch damit zu tun, dass man jetzt endlich gerne was mit der Person unternimmt. Dass man gerne befreundet ist mit der Person. Das hat auch was mit Mögen zu tun. Das hat nicht unbedingt immer gleich was mit Liebe zu tun. Um das mal auch an dieser Stelle ein bisschen klar werden zu lassen. Also, ja. Verstellt euch nicht irgendwie. Sondern seid wirklich so, wie ihr seid. Wenn euch was irgendwie auf den Herzen liegt und ihr das gerade einfach sagen wollt, dann versucht es nicht irgendwie zu verstummen. Sondern sagt es einfach. Jetzt endlich, der Moment kann nicht schlimmer werden. Und ja, manchmal ist es auch wichtig zu schweigen. Schweigen ist Gold. Reden ist Gold, Schweigen ist Silber. Weil Schweigen ist Gold, Reden ist Silber. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ja, manchmal ist Schweigen wertvoller, als irgendwie was zu sagen, als direkt was zu sagen. Aber wenn es um Gefühle geht, wie du für jemand fühlst, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du einfach einen Aufschluss gibst über das Gefühl, wie du dich gerade mit der Person fühlst und das einfach sagst. Ich weiß, ich bin selber da drin nicht wirklich gut da drin und ich verstelle mich auch bestimmt oft manchmal. Doch ich möchte mich nicht verstellen und will mich nicht verstellen und deswegen ist mein Appell an euch, verstellt euch nicht irgendwie nur, weil ihr irgendwie Fame seid wollen, weil ihr das Gefühl habt, dass ihr dann eine Freundschaft findet, sondern seid wirklich so, wie ihr seid und werdet so angenommen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss, Kowski.